Test. Ah! Also, warte. Jetzt? Ja. Hi. Ja, mach niemals vor dem Beginn des Streams ein Firmware-Update von deinem Mischpult. Hi. Guten Abend erstmal. Ja, ich glaube, wir haben keinen Strom mehr. Weil hier bestimmt alles leer ist und... Test, Test. Ah, läuft. Okay, super. Oh, ich weiß, warum wir nichts mehr haben. Herzschrittmacher finde ich auch gut. Also, Problem Nummer 1. Gefunden und erkannt. Der Cobblestone-Generator ist zu hardcore. Den müssen wir kleiner stellen. Also Gen 4 ist zu... Gen 5 ist zu stark für die EMC-Geschichte. Daran hatte ich nämlich jetzt auch gerade gedacht.
müssen erstmal hier irgendwie an. Das heißt jetzt erstmal das Energieproblem lösen. Habe ich denn das Denken, bitte? Heißt das Denken?
Ah. EMC, bisschen Unterstellung der Sparbüchse. Oh ja. Da habe ich auch was vorbereitet. Das können wir uns gleich mal angucken. Da. Nach deinem Kommentar gestern habe ich mir gedacht, dann guckst du dir das noch an. Und ich habe es umgesetzt. Ah, können wir mal eben fix gucken. Ich habe hier ein bisschen was gebaut. Für Clay. Für Leder. Für Cleanstone. Für Wolle. Für Dark Oak Logs. Für Blaze Rods. Für Calcit. Für Ender Pearls. Slime Balls. Glas. Und String. Habe ich hier eine kleine EMC-Reihe gebaut. Und das Ganze habe ich über Hostile Networks gemacht. Ich habe jetzt, war noch nicht im Nether drin, sondern habe das über Kühe gemacht. Und zwar kriegst du davon ja diese, wie heißt die? Hostile? Du kriegst die Overworld Prediction und die kannst du nutzen, um eine Nether Prediction herzustellen. Und aus der kannst du dann die Blaze Rods herstellen. Danke für den Follow. Ja, die könnte man am Ende auch noch herstellen. I'm doing fine, but if you want to sell me something for the stream, I'm not interested. Kann man wirklich? Oh, man könnte einen Dragonhead noch. Da hatte ich nämlich auch schon was gesehen. War das nicht hier mit dem hier? Ja. Für Dragon's Breath. Auch eine nice Sache. Endstone. Den könnte man auch noch nutzen. Könnte man den nicht crushen? Easy. Was ist? Ah, Generalized Twilight. Damit kann man nichts machen. So. Ah, verdammt. Ich habe auch gesehen, die haben die Infinity rausgepatcht. Also die Infinity Storage.
Ach ja, und ich habe noch einen Tipp rausgefunden. Ich habe mir gestern, wie heißt er gleich noch, Chosen Architect angeguckt. Wenn du Pebbles hier im Inventar hast, kannst du anscheinend einfach K drücken. Und die werden zu Steinen zusammengesetzt. Also wenn du jetzt das so hast, kannst du hier einfach drauf K drücken. Dann sind die jetzt alle hier drinne. Und du kannst, wenn du Steuerung und K drückst, kannst du die alle wegschmeißen, okay? War das Schiffssteuerung K? Lol. Du kannst sogar Steine verarbeiten, ein Viererset zusammensetzen. Nee, genau. Das war so toll. 20 Stunden zu spät, diese Information. Aber du kannst es halt auch mit den Uranium-Chunks machen. Also mit den Chunks kannst du das genauso machen. Was ganz cool ist. Baust du einen Borg-Kubus? Dann jedes Stockwerk ist eine andere Produktionsstätte?
Ah, okay. Hast du den unter diese Insel gesetzt oder da drüber oder komplett eigenständig? Hast du es mittig angesetzt oder wirklich, das hier ist Ebene 0 und dann 100 nach oben oder 70 nach oben? Ach, nach unten. Okay, also wirklich ein Keller. Schön. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich, also das hier ist nur provisorisch übrigens. Das sieht echt kacke aus. Also da, wo ich jetzt hier gerade die Pseudo-Mob-Farm stehen habe. Okay, jetzt weiß ich, warum ich den Regen deaktiviert habe. Also eine Idee war von mir, hier einen Kreis drum laufen zu lassen und dann große Kugeln hier einmal ranzusetzen mit Glasdecke oder sowas. Geile Idee. Also eine Idee, die ich auf jeden Fall noch habe, ist hier drunter noch eine Kugel zu setzen.
Händler. Oh, auch eine gute Idee. Ich habe auch schon an... Wow. Der ist leider weiß geworden. Aber ich finde die Idee auch cool. Also, die Büsche hier passen irgendwie. Müssen noch ein paar mehr hin, aber das passt. Und den Rest wollte ich dann eigentlich auch abreißen. Das ist eine coole Idee, dass man das dann nach und nach zurückbaut. Eine Idee, die ich noch hatte, war, hier dann eine Glaskuppel drüber zu setzen. Dass das dann aussieht wie ein, Moment. Weitestgehend aussieht wie eine Schneekugel oder sowas. Naja, mal gucken. Oder wir machen das so. Besonders bei meinem Baustil wird's nur schlimmer als besser, würde ich sagen. Ups.
Die sterben einfach nicht. Okay, wir machen das jetzt anders. Ich habe keine Lust mehr darauf.
So, ein Turm hast du dir da hingesetzt. Ohne Dirtmaschine. Ja, also ich meine von der Breite her, ne? Nur von der 70, nur von der Höhe her ist er ja 70, ne? Okay, also plus zwei auf allen Seiten. Ja. Ja, ich wollte eine Kugel bauen auf jeden Fall. Und viel Spaß beim Erhängen. Out of context hört sich das echt falsch an. Verdammt. Sleepwalking tight, coming to bring on the beast of your soul.
Verdammt. Okay, super. Willkommen zurück. Wie lädst du eigentlich dein Jetpack auf? Cool. Ja, ich wollte gerade anfangen, mir ein Jetpack zu bauen. Ja.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich erstmal Mechanism ein bisschen machen werde, damit ich die besseren Maschinen bauen kann. Ja. Da ist ein Stückchen Schokolade den Hals runtergelaufen. Uff. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Dann
So, dann stellen wir hier aber eine Ulti her. Das passt dann. Oh. Okay, dann geht's hier langsam voran.
Oh. Was habe ich denn hier? Ah. Okay.
Yep. Der Plan ist jetzt, ich will hier einen Abstand bauen, also eine Straße rausbauen. Ja, habe ich auch schon gemacht für die Dingsens Seeds. Wie heißen sie hier noch? Das Mycelium. Aber die Idee ist es, hier einen sehr weiten Abstand zu bauen. Und dann eine Insel zu platzieren und die Mitte dann rausbauen zu lassen durch eine Quarry, dass das durch Sand ersetzt wird. Oder in dem Fall halt Dirt. Ach, verdammt. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ist dein Discord damaged oder wie?
Täglich neu starten oder herunterfahren, das Übliche. Was hast du denn da gebaut? Ist das ein Lagerturm? Okay, bis später. So.
Ach, verdammt. 24 waren's. Klappt das? Nö. Verdammt. Oh Gott.
Importer. Okay. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches were soldiers of made. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever.
So, testen wir mal das Ganze. Nice. Willkommen zurück. Ich habe den nächsten Schritt in der Automatisierung geschafft. Das einzige, ich will mal Speed up. Mecha Speed. Und wie viele, wie heißt das gleich nach? Wie viele Stahlproduktion hast du denn jetzt schon? Ja. Gott. Das dauert ja ewig.
Verdammt. So. Thank you.
Ist das fertig? Ach, verdammt. Oh Gott. Ah, das ist eine schöne Fläche. Thank you.
Das muss doch irgendwie anders gehen. Kann man ja nur bescheuert werden.
Sorry. Kann ich machen. Warum denn? Ah, ja, können wir gerne machen. Oh. Hattest du da denn noch mal geguckt? Hallo, schönen guten Abend. Wir spielen ein wenig Ultima to the Sky. Thank you.
bin ich endlich fertig? Oh ja. Okay. Oh ja, das ist eine geile Idee. Golfprofi finde ich auch gut. Nee, das wird, ich weiß noch nicht. Baufläche? Hilfe, ey. Also ja, das ist ein wenig eine Monsterfarm, würde ich sagen. Ach so, just for fun. Also das hier wird der Kabelanschluss sein. Oh. Und dann werden wir da ein wenig Sachen drinne bunkern. Irgendwie die Base zum Teil und einige Maschinen und obendrauf will ich Gartenfläche bauen. Weil Zombies spawnen unter einem gewissen Lichtlevel und weil das da hinten überhaupt nicht ausgeleuchtet ist, spawnt da halt ein ganzer Haufen.
allein bucklige Verwandtschaft, ey. So. Dann lassen wir es erstmal alles brennen. Verdammt. viel Spaß im Lurk, bis später und viel Erfolg und so weiter. Oh, ich hatte das doch irgendwie gebaut.
Danke für die Follow, Leben der 1995. So, jetzt haben wir das hier fail-proof gemacht. Das sollte jetzt auch dauerhaft funktionieren. Und dann haben wir ein wenig Pupfer. Next Upgrade. Oh.
So. Langsam kommt es zur Erleuchtung. Okay, lassen wir lieber. Okay, das sollte jetzt eigentlich reichen für die Ausleuchtung. Hä, ist sie mir jetzt... Au. Verdammt.
Oh, nicht 124, 24. So, hier gab's doch Getting Started 2. Cows sheep only grass to spawn. Either build a dirt platform for a way and use grass to speed up the street make the gate which was there small when you spawn it. Okay. Nice. Enderman, Blaze. Okay, cool. Endless. Das hier ist ein... The Artwood Iceland with several villages. Contributes an art... Oh! Nice! Oh. Hm.
Alter. Ist das jetzt langsam mal fertig? Oh. Okay. Das sieht gut aus. Wow. Damit haben wir das jetzt auch fertig.
das hat nicht geklappt. Dann... So, Uranite. Uranite. Wieso? Ist doch alles super, oder nicht? Also. Erzähl mal, warum sollte ich fluchen? Meinst du wegen dem Uranit herstellen oder hast du gerade festgestellt, ah verdammt, es ist total einfach? Ah, oh, oh.
Okay, mein Beileid dazu. Oh. Den großen Kern? Was meinst du mit großen Kern? Ah, okay. Cool. Uff. Tausend Channel ist schon ein wenig was. Ach, verdammt. Das dauert echt eh. Ja, das passiert öfters mal, besonders in Kombination mit gewissen Maschinen bzw. Inventories, dass es dann den
Input nicht mehr wahrnimmt und dann einfach zig Sachen ins Leere ballert, aber das kriegst du nur raus, wenn du auf die Konsole des Servers guckst, siehst du dann plötzlich 1000 Iron wurden gewastet. Und das im Sekundentakt und denkst dir so, not again. Ja, das glaube ich. Okay, ja, ich hatte aber eher die Probleme zum Beispiel mit diesen Inventaren hier. Dass er das dann da zugeschissen hat. Ja, das war aber nicht darüber, bin ich der Meinung. Also, das war. Oder? Nee, Storage Controller, ja, das funktioniert auch gut. Aber hier weiß ich jetzt gerade nicht, was. Ja, egal. Aber ja, Refined Storage wird irgendwann echt buggt. Oh, ich habe keinen Strom mehr. Ja, und da fängt es jetzt schon an. Eigentlich müsste ich mir das wirklich mal angucken.
Ich glaube, ich werde mir heute mal ein Video dazu angucken. Und dann gucken wir nochmal. Ja, oder irgendwie so eine Serie. Also da. Also ich habe mir das letzte Mal AE angeguckt von vor... Jetzt lass mich nicht lügen. Gefühlt... 10 Jahren oder so? Oder 8 Jahren? Irgendwie sowas? Ich glaube, das lasse ich mal über Nacht laufen. Oh. Thank you.
Nee, aber das war ja der Sinn hinter Refined, dass es relativ einfach ist, ne? Also, oder sehr einfach. Aber, wenn du richtig, richtig groß baust, dann brauchst du definitiv Applied Energistics. 48 Blocks? Alter, das ist doch... Ist das zu groß?
Dankeschön, Gaskool und moin. Gaskool? Richtig? Also, ganz cool. Fucking hell. Okay, Moment. What the hell? Hey, Bots! Ja. Warum eigentlich immer so random? Um 21.37 Uhr. Ja, hi, Gutschool. Was geht bei dir? Also heute jetzt erstmal einfach nur noch hier, dass sie alles beenden. Ich will den Spirited. Wie heißt er hier? Den Spirited Reaktor haben. Und den dann an Strom anschließen. Super, das freut mich. So, und da den Spirited brauchen wir, damit wir hier... Ach du Scheiße. Und es geht wieder los. Also den Spirited brauchen wir, damit wir die Siebe hier ein wenig besser betreiben können. Wer gibt eigentlich für sowas Geld aus? Das ist... All the Mods 9 to the Sky. Oh, Stream Elements ist abgeraucht. Moment, Chatbefehle, Individualbefehle. So. Da. Da findest du den Mod auf CurseForge. Da kann man sich den mal angucken. Ist, ich finde den sehr nice, den Mod. Oder das Modpack, besser gesagt.
So. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Chat abgeraucht ist. Hey, aber ich habe fast meine Follower verdoppelt. Oder 100 mehr gekriegt. Ja, eher bis ich mit dem Stream fertig bin und dann lasse ich das Command drüber laufen und mache eine Purge. Habe ich das hier Hollow ausgewählt? Oh. Thank you.
So. Hoho, nicht mehr viele. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember.
So. Was braucht denn? Ah, und Kohle. Jetzt brauchen wir noch Cable. Let's see how you-
So. Koppel. Fehlt noch ein bisschen was, aber... Ah. So. Okay, dann warten wir erstmal, bis das aufgefüllt ist und dann gucken wir mal, ob das andere auch funktioniert. Ja, ich mache auch für heute Nacht Schicht. Ich will noch eben den Koppelgen, den dritten, anschließen und dann mache ich Feierabend.
Ich wünsche einen angenehmen Abend, eine schöne Nachtruhe und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen, würde ich sagen. Und danke fürs Dabeisein. So, aber für heute werde ich auch erstmal Feierabend machen. Das ist ganz schön spät geworden. Aber dafür sind wir echt wieder gut weit gekommen. Besonders mit unserer Dragon Ball Plattform hier hinten. Ah, das wird ein schöner Garten. Also ich plane dann hier ganz viele Beete anzupflanzen. Für die Pylons. Und dann gucken wir mal, dass wir das alles umsetzen und da dann vielleicht mit Mystic Agrikultur oder sowas anfangen. Und ja, dass wir das dann hier später auch noch alles ein bisschen anders bauen werden, als so wie es jetzt aktuell ist, weil das sieht nicht ganz so hübsch aus. Oder muss ich mal gucken, wie ich das umsetzen werde. Aber ja, für heute ist dann erstmal Feierabend und ja, dann gucke ich mal morgen, dass ich dann wieder 18 Uhr am Start bin mit ein paar weniger Bots und dann klappt das hoffentlich alles. Also, ich wünsche einen schönen, angenehmen Abend.
bis morgen. Danke fürs Dabeisein. Und dann kann man nur noch sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao und gute Nacht.